Der World Agent of St. Andrews und die USGA haben sich nach 30 Jahren wieder dazu geeinigt, eine große Regeländerung für das Jahr 2019 zu machen. Und hier erfährst du im Schnelldurchgang meine Top 7 Regeländerungen für das kommende Jahr. Hallo, mein Name ist Christoph Bausig von Progressive Golf Video. Wenn du das erste Mal dabei bist, würde ich mich sehr freuen, wenn du meine Seite abonnierst. Ich mache in regelmäßigen Abständen interessante Videos zum Thema Golf und Golfinstruktion. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal dann auch wiedersehen. Nummer 7. Der eingebettete Ball. Bisher war es so, dass er nur auf Fairway-Höhe oder tiefer galt. Jetzt dürft ihr auf dem ganzen Platz, also auch im Semi-Raff und im Raff, wenn ein Ball eingebohrt ist, den Ball straffrei droppen. Nummer 6. Die eigene Ausrüstung treffen. Bisher war es so, dass man seine eigene Ausrüstung nicht treffen durfte und wenn man das tat, bekam man einen Strafschlag. Ab 2019 ist dies nun straffrei, sofern dies nicht mit Absicht geschah. Nummer 5. Der Bunker. Bisher durfte man einen unspielbaren Ball nicht außerhalb des Bunkers spielen. Ab 2019 darf man dies nun tun, und zwar mit der Hinzurechnung von 2 Strafschlägen. Nicht mehr. Nummer 4. Ab 2019 darf die Wettspielleitung sogenannte Penalty Areas einführen, quasi statt dem Wasserhindernis. In diesen Penalty Areas darf neuerdings dann auch der Ball normal angesprochen werden, sprich der Schlägerkopf darf am Boden aufgesetzt werden und es dürfen auch Probeschwünge gemacht werden. Nummer 3. Das Droppen hat sich auch verändert. In den letzten Jahren wurde er immer ungefähr von einem 90 Grad Winkel hier gedroppt, ab 2019 ab der Kniehöhe. Nummer 2. Die Fahnenstange am Grün. Bisher war es so, dass wenn man geputtet hat und man hat die Fahnenstange im Loch gehabt und die Fahnenstange berührt, dann bekam man dafür 2 Strafschläge. Nun ist es erlaubt, dass die Fahnenstange im Loch bleibt und man kann ruhig das Loch fertig putten, auch wenn die Fahne drinnen steckt. Kommen wir nun zur Nummer 1 der Regeländerungen für das Jahr 2019. Und zwar für mich persönlich die Reduzierung der Suchzeit von 5 Minuten auf 3 Minuten. Also das Suchen geht es wesentlich schneller, vielleicht werden auch dadurch die Runden schneller. Wenn du dieses Video als hilfreich empfunden hast, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du ihm einen Daumen hoch gibst. Bitte vergiss auch nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit wir uns in Zukunft nichts versäumen. Das war Christoph Bausig von Progressive Golf Video. Danke fürs Zusehen.